Der Genosse von der SDJ hat ganz richtig gesagt, dass dieses Gefährdergesetz einen massiven Angriff bedeutet, das heute in Kraft tritt auf unsere demokratischen Rechte. Und ganz klar ist diese Unendlichkeitshaft die bestimmt krasseste Maßnahme darin. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, es muss tatsächlich nichts passiert sein dafür. Die Polizei kann Leute wegstecken, ohne dass eine Straftat passiert ist. Das war bisher auch der Fall, aber nun kann sie die Leute einkasten für bis zu 3 Monate und kann sich dann von einem Richter das Recht einholen, das auf weitere 3 Monate und unendlich zu verlängern. Also man sieht daran die Heuchelei, was dieser Rechtsstaatsdiskurs der CSU und der weiteren etablierten Parteien beinhaltet. Aber dazu kommt ja noch eine ganze Liste an Befugnissen für die Polizei, die Fußfesseln, die bereits Thema waren, Kontaktverbote, eine erleichterte Gewahrsamnahme und so weiter und so fort. Und wir müssen aber ganz deutlich sagen, dass wir nicht die Rechtsstaatlichkeit verteidigen, sondern wir verteidigen unsere demokratischen Rechte eben gegen diesen Staat. Man will uns weismachen, dass dieses Gesetz sich vor allem gegen den islamistischen Terror richtet, angeblich. Wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass die Ursachen für diesen Terror, den es natürlich gibt, erst geschaffen werden durch westliche und eben auch durch deutsche Interventionen im Nahen Osten. Und es ist der deutsche Imperialismus, den wir angreifen müssen, wenn wir den islamistischen Terror besiegen wollen. Und diese Ursachen bleiben natürlich auch weiter bestehen. Die verantwortlichen Imperialistinnen denken ja gar nicht mal daran, sie aufzuheben. Und der islamistische Terror in Europa erlaubt dadurch der deutschen Regierung einen absolut schäbigen Doppeldiskurs. Einmal wird der rechte Terror, den es ja tatsächlich gibt, der wird von der Regierung ignoriert. Wenn man an NSU denkt, die vor allem in Bayern 8 Menschen ermorden konnten, 9. Oder wie man an den Attentäter denkt, der letztes Jahr am UEZ 8 Menschen ermordet hat, was ein rechtsterroristischer Anschlag war und was bis heute in der Öffentlichkeit als Amoklauf bagatellisiert wird, dann wird klar, wo der Faschismus, wie verbreitet er in Bayern ist und wie sehr die Staatsregierung dazu bereit ist, ihn zu verdrängen. Und letztlich dient eben sogar dieser Anschlag noch, um den rechten Terror zu ignorieren und dem Diskurs gegen den islamistischen Terror Vorschub zu leisten. Und dabei müssen wir uns bewusst machen, dass es nur die medienwirksamsten Ereignisse sind. Es gibt ja auch diesen alltäglichen Terror gegen Geflüchtete, gegen nicht weiße Menschen, die von Rechten verbal und körperlich angegriffen werden, die von der Polizei schikaniert werden. Und eben statt sich darum zu scheren, bietet sich der deutsche Staat den Rechten an. Er trägt nicht nur ihren rassistischen Diskurs mit, sondern erfüllt eben auch ihre Forderungen. Und dazu gehören die Abschiebungen, dazu gehört die mehrmalige Verschärfung des Asylrechts, da gehört auch das Integrationsgesetz dazu, dazu gehört aber auch der Deal mit der Türkei, die Schließung der Fluchtrouten. Und dazu gehört eben auch die Hetze gegen linken Aktivismus, der eben all das anprangert. Und das hat sich nach der Debatte um den G20-Gipfel ganz schnell gezeigt. Da war dann von Linksterrorismus die Rede. Und es ist eben bei weitem nicht nur die Union, die diese Proteste kriminalisiert. Es ist auch Olaf Scholz von der SPD, der leugnet, dass es unter seiner Verantwortung in Hamburg Polizeigewalt gegeben hat. Und es ist ein absoluter Hohn für alle, die dort waren. Es ist ein Hohn für alle, die dort waren, sich den Wasserwerfern gestellt haben, den Knüppeln gestellt haben, den Pfefferspray gestellt haben. Und dann kommen Leute wie Sarah Wagenknecht von der Linkspartei, die dann in einem Interview mit der Springerpresse ebenfalls von marodierenden Gewalttätern spricht und damit dem Protest ihrer eigenen Parteibasis in den Rücken fällt. Also auch das ein Hohn für all diejenigen, die sich diesem kapitalistischen Wahnsinn, wie es der Genosse richtig genannt hat, in den Weg stellen wollen. Und das alles, was ich angesprochen habe, das alles ist der Rechtsruck. Und der zieht sich so tief durch alle politischen Lager. Und das ist das politische Klima, in dem dieses Gesetz, dieses Gefährdergesetz heute in Kraft tritt. Und das eben auch die politische Linke treffen wird. Und gegen diesen Rechtsruck müssen wir uns gemeinsam organisieren. Und gegen ihn uns organisieren in allen seinen Formen. Gegen den Rassismus, gegen die anti-linke Hetze, gegen die immer repressiveren Gesetze. Und dafür dürfen wir auf keinen Fall auf irgendwelche Richter in Karlsruhe hoffen, die dann vielleicht das eine oder andere Gesetz abmildern können, das eine vielleicht kassieren werden, aber die der gesellschaftlichen Stimmung, die diese Gesetze produzieren kann, überhaupt nichts entgegenzusetzen hat. Dagegen hilft uns nur eine gemeinsame Kampagne. Ich hoffe, das ist heute der erste Schritt. Ich hoffe, dass wir breiter werden und ich finde es ganz richtig, dass die Rolle der Gewerkschaften angesprochen wurde. Das ist die Perspektive, die wir aufgreifen müssen und dann müssen wir dem Rassismus der Staatsregierung, dem Rassismus der Parteien, aber auch dem Rassismus auf der Straße mehr entgegensetzen. Vielen Dank.